hast mich lang nicht mehr so angesehen. Vierter Tag hier auf der Breminale, unten am Osterdeich, da ist es schon richtig voll. Und hier oben haben wir auf dem höchsten Punkt der Breminale wieder einen Gast und das ist heute Joris. Schön, dass du da bist. Hey, wir sind quasi noch nicht richtig voll, aber das wird noch. Du arbeitest dran. Ja, Mann. Guter, schon mal ein guter Einstieg, ne? Du hast auf jeden Fall schon mal gute Laune. Hast du ja auch einen Grund zu? 2015 ist ja so dein Jahr, kann man eigentlich sagen. Ich meine, du hast dein Album rausgebracht, du gehst aufs Tour in ganz Deutschland und ja, man handelt dich ja schon so als Newcomer des Jahres. Kannst du das alles schon so begreifen oder musst du dich dann noch manchmal kneifen? Ich arbeite auch daran, es wird immer besser. Am Anfang des Jahres war alles noch sehr surreal. Diese erste kleine Tour im Mai war ausverkauft, mein Album ist auf Platz 3 eingestiegen. Das waren alles so Sachen, womit ich gar nichts anfangen konnte. Mittlerweile weiß ich, wie es ist, wenn viele Leute auf Konzerten sind. Und ich kann euch sagen, es ist einfach nur eins wunderschön. Und dementsprechend freue ich mich, dass dieses Jahr noch extrem viel spielen darf. Herz über Kopf. Herz über Kopf. Bist du dann immer noch aufgeregt oder bist du jetzt schon ganz routiniert? Nein, ich bin immer noch aufgeregt. Heute Abend ist es, glaube ich, mein drittes Zelt-Ding, was ich spielen darf. Und ich glaube, Zelte sind immer so kompakt, sind immer voll, sie sind immer warm, heiß, schwitzig und das liebe ich total. Genau, um 20 Uhr wirst du genau da drüben, genau da drinnen, auf der Bühne stehen. Ja. Du hast auch so eine kleine, naja, Bremer zumindest Umlandgeschichte. Du kommst hier aus der Ecke. Genau, also ich bin hier geboren und habe tatsächlich die ersten anderthalb Jahre meines Lebens intensiv hier verlebt und gelebt. Und dementsprechend ist das natürlich ein Heimspiel heute Abend für mich. Wie ist denn so deine Musikgeschichte? Was hast du denn früher gehört und was hörst du jetzt? Hörst du so Musik, die du auch machst? Gute Frage. Also ich habe mit 5 Jahren angefangen Schlagzeug zu spielen zu Blues Brothers. Ich habe immer mein ganzes Leben lang englische Musik gehört, englische Musik geschrieben tatsächlich. Und vor 4 Jahren habe ich mich endlich mal getraut, auf Deutsch mal zu schreiben und habe gemerkt, dass es mir eine unglaubliche Kraft gibt. Weil das, was so auf der Hand liegt, dass jeder quasi dich verstehen kann, ist eine unglaubliche Energie. Weil es einfach bei Nummern wie im Schneckenhaus oder so Mucksmäuschen still ist. Und das genieße ich total. Deswegen bin ich sehr glücklich, diesen englischen Sound irgendwie für mich natürlich immer noch im Herzen zu haben, aber gleichzeitig schöne deutsche Texte machen zu können. Musik ist draußen, du kommst immer näher. Und immer wenn es Zeit wird zu gehen, verpasse ich den Moment und bleibe stehen. Das Herz sagt, bleib, der Kopf schreit, geh. Wie sieht denn das aus, wenn Joris Songs schreibst? Schließt du dich dann im Keller ein oder sitzt du wie hier so auf dem Turm oder wie machst du das? Ja, meistens sitze ich auf meinem Turm und genieße das, winke meinen Freunden zu. Nee, wenn ich Songs schreibe, ist es immer ganz unterschiedlich. Meistens sitze ich an einem Klavier, irgendwas, was einen Ton macht, was mich irgendwie inspiriert. Und ich bin jemand, der dann einfach drauf loslegt und dann gibt es Songtexte, die entstehen mit innen von einem Tag, wenn irgendwas ganz Wichtiges, ganz Bedeutsames für mich passiert. Und es gibt Songs, die entstehen über einen gewissen Zeitraum. Und ich glaube, jeder Song ist auf seine eigene Art und Weise entstanden. Ich glaube, das macht für mich den Wert, weil das sind Geschichten aus meinem Leben. Und es ist meine Musik, die aus mir rauskommt, wie sie rauskommen will. Und deswegen kann ich da jetzt keine Standardantwort leider für geben. Deine aktuelle Single heißt ja Herz über Kopf. Was ist denn die Geschichte dahinter? Vielleicht kannst du das noch einmal erklären. Inspiriert von einer Hassliebe. Man kann nicht mit, man kann nicht uneinander und wenn man sich dann trifft, dann passieren fragwürdige Momente. Mittlerweile ist es aber so, Herz über Kopf, in ganz, ganz vielen Situationen, wenn ich überlege, wie es gerade mit den Flüchtlingen aussieht und wie sehr wir doch manchmal auf unsere Vorteile bedacht sind, dann wünsche ich mir auch, dass die Leute mehr auf ihr Herz hören und weniger auf ihren Kopf. Wenn ich ein T-Shirt kaufe, dann schaue ich wieder ein bisschen mehr auf den Kopf und gucke, dass ich irgendwie ein Fairtrade-T-Shirt kaufe oder sowas. Aber ansonsten, hey, also Herz über Kopf gibt es in ganz, ganz vielen Situationen. Mir haben sehr viele Leute von ihren Situationen erzählt und von daher, meine Situation war diese Hassliebe, aber als ich den Song geschrieben habe. Aber ja, mittlerweile ist er für sehr, sehr viel mehr Geschichten in meinem Leben schon ein guter Soundtrack. Und den gibt's heute genau da drüben zu hören. Joris, bevor du uns verlässt, würden wir gerne noch ein kleines Abschiedsfoto mit dir machen. Hast du gerade auf Weserstadion gezählt? Ja, aus Weserstadion. Ja, da spielst du dann das nächste wahrscheinlich. Nein, ich meine das Zelt da drüben. Joris, bevor du abhaust, würden wir gerne noch ein Selfie mit dir machen. Ist das okay? Mit dir und mir? Ja, wenn es für euch okay ist, ist eher die Frage, ob die Leute das sehen wollen. Wenn es längst Zeit wäre zu gehen. Ich kenne das hier schon so ein bisschen, aber ich glaube, ich würde jetzt den Mund zu voll nehmen, wenn ich sage, ich kenne das hier gut. Nicht wie deine Westentasche. Es ist nicht wie meine Westentasche, aber ich merke in meinem Herzen, es ist irgendwie... Es ist einfach da. Es ist da einfach. Oh, Joris, gibt's ein schöneres Schlusswort? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Wir müssen auf jeden Fall heute Abend alle in dieses Zelt rein, ne? Das ja, genau. Ruf sie alle auf. Kommt alle vorbei in dieses wunderschöne Zelt. Hier
Viel Spaß. Ich bin Joris. Bis später. Tschüss.